Sie ist die älteste Bergakademie der Welt und bis heute eine der innovativsten. Ein außergewöhnlicher Studienort. Das, was wir im Institut normalerweise am Rechner simulieren, das wollen wir hier in die Praxis umsetzen. Werkstoffe der Zukunft werden hier entwickelt, getestet am Prototyp eines Rennwagens. Das, was man hier lernt und was man hier mitnimmt, ist nicht nur Theorie, sondern unheimlich viel Praxis. Wir wollen immer besser werden. Es ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung. Gerade dieses Jahr, wir haben ein ganz neues Team, ein sehr junges Team dieses Mal. Freiberg, die kleine Stadt am Fuße des Erzgebirges, ist ein Magnet für die Elite junger Studenten und Wissenschaftler. Warum? Dafür gibt es seit 250 Jahren vor allen Dingen einen Grund: die Bergakademie. Eine von knapp 5.500 Studenten an der Bergakademie ist Friederike Eppmann. Seit einem Jahr studiert sie in Freiberg Wirtschaft und Recht. Und diese Verknüpfung aus den Bereichen Maschinenbau, Fahrzeugbau mit Geologie und so weiter, das ist einfach das, was auch die Uni ausmacht und was wirklich, glaube ich, einzigartig wirklich hier in Deutschland ist. Weltweit besitzt die Bergakademie einen exzellenten Ruf. 15% aller Studenten kommen aus dem Ausland. Und wer in der Wirtschaft Erfolg haben möchte, studiert in Freiberg. Was mit der Bergwerksforschung begann, die schon damals enge Verbindungen zur Wirtschaft geknüpft hatte, existiert bis heute. Für Friederike ein Grund, weshalb sie sich für Freiberg entschieden hat. Die Bergakademie hat einfach ihren Charme und ihren Flair, der jeden Tag einfach wieder aufs Neue fasziniert. Und es ist auch einfach toll, das ist so eine kleine Universität. Man kennt sich untereinander, man lernt hier unheimlich schnell die Leute kennen. Überall bekommt man Hilfe, es ist total persönlich alles. Vor einem Vierteljahrtausend kamen die ersten Studenten an die Kurfürstlich-Sächsische Bergakademie nach Freiberg. Und 100 Jahre lang waren das ausschließlich Männer. Gegründet als Bildungsstätte für Bergleute, sollte der Abbau von Rohstoffen in der Region angekurbelt werden. Sachsen brauchte nach dem Siebenjährigen Krieg dringend Silbererze und die galten schon damals als eine Ressource, die Rendite versprach. Die Bergakademie ist die älteste der Welt. Wer deshalb meint, der Ort hätte seine besten Tage schon hinter sich, der irrt. Hier spürt man Neugier, Begeisterung und nicht zuletzt Erfolg. Hier stehen sie, die Prototypen des Racing-Teams der Bergakademie. Jedes Jahr konstruieren und bauen die Studenten einen Rennwagen, von der Außenhaut bis zur kleinsten Schraube. Das Studentenrennteam ist eines von 500 weltweit. Ob in Silverstone oder Hockenheim, auf der Weltrangliste der Formula Student sind sie ganz vorn dabei. Die 21-jährige Friederike Eppmann ist die Chefin. Alle Fäden laufen bei ihr zusammen. Um sowohl ihrem Team als auch dem Studium gerecht zu werden, hat sie ihre Regelstudienzeit verlängert. Wir haben so viel Kontakt zu so vielen tollen Unternehmen, zu so vielen tollen Unterstützern. Und wir haben einfach diese Praxiserfahrung dabei, die so hoch anerkannt wird in diesem Bereich, in der Formula Student, in der Automobilbranche, aber auch in Unternehmen, die gar nichts eigentlich mit Automobilbranche zu tun, also mit Automobilen zu tun haben, dass ich das in Kauf nehmen würde dafür, für dieses Jahr. Und mir macht es so viel Spaß auch und so viel Freude. Und ich weiß, wie viele Leute sich auf mich verlassen. Und da geht das natürlich manchmal auch vor. Maximilian Holz kommt aus Luxemburg und studiert im 7. Semester Maschinenbau. Im Rennteam ist er für den Antrieb verantwortlich.
Der Grundgedanke ist natürlich immer besser zu sein, in Form von leichter und schneller als das Vorfahrzeug. Gerade dieses Jahr gibt es sehr viele Änderungen in unserem Reglement. Das heißt, wir wollen eigentlich versuchen, das Fahrzeug von der Leistung her beizubehalten bei deutlich verschärftem Reglement. Das ist also das Ziel für diese Saison und falls möglich sogar noch zu verbessern. In 4 Sekunden von 0 auf 100. Das fasziniert die 51 Studenten, die zum Rennteam gehören. Fast jeder Fachbereich ist vertreten. Die männlichen Studenten sind deutlich in der Überzahl, aber der Chef ist eine Frau. Vorurteile gibt es ja viele, also dass Frauen sich nicht so drum kümmern, nicht so pflegen wie der Mann oder wir schlecht einparken können. Das ist, glaube ich, das Vorurteil schlechthin. Wenn man 8 Monate an einem Auto schraubt, dann verliebt man sich schon in dieses Auto und man achtet da schon drauf, dass alles ordentlich ist, dass es sauber ist, dass da nichts dran kaputt geht. Also man entwickelt eine Leidenschaft in diesen 8 Monaten, in denen man mit diesem Auto unterwegs ist, es überall präsentiert, erfolgreich vor allem damit ist. Das ist total wichtig. Mit Semesterbeginn startet das Team zum 9. Mal in eine Rennsaison. Bevor sie an die Konstruktion des neuen Autos gehen, analysieren die Studenten den alten Wagen akribisch auf Fehler. Ob der erste Student, der sich 1766 an der Bergakademie eingeschrieben hat, ein Mann namens Friedrich Wilhelm von Trebra, mit demselben Enthusiasmus ans Werk ging wie das Rennteam, ist nicht überliefert. Doch bereits damals war die Bergakademie auf Innovation getrimmt. Immer galt es, Ressourcen, Rohstoffe und deren Verarbeitung zu erforschen, um sie am Ende nutzbar zu machen. Und das schon 250 Jahre lang. Heute wird weltweit um Rohstoffe gekämpft. Nach wie vor geht es da vor allen Dingen um Öl und Gas. Hier in Freiberg ging es vor einem Vierteljahrtausend vor allen Dingen um eines, um den Abbau von Silbererz. ...150 Meter in die Tiefe. Kaum vorstellbar, wie viel Anstrengungen es bedurfte, damals Zugang zum Inneren des Berges zu bekommen. Damit das überhaupt möglich wurde, brauchte es einen enormen technischen Forschungsschub. Angestoßen von Generalbergkommissar von Heinitz und Oberberghauptmann von Oppel wird die Bergakademie 1765 gegründet. Neue Maschinen werden konstruiert, kleine Gruben zu größeren zusammengelegt, das Personal qualifiziert. Erst diese Leistungen der Bergakademie machten den Abbau von Silbererzen rentabel. Dieses Bergwerk mit dem geradezu poetischen Namen Himmelfahrt-Fundgrube ist kein verstaubtes Museum. Im Gegenteil, hier wird studiert und geforscht. Stefan Buske, Professor für Geophysik, bereitet mit Studenten Experimente für ein Forschungsprojekt vor. In Auftrag gegeben hat es ein großes Industrieunternehmen, das Tunnelbohrmaschinen produziert, die auch für Bohrungen im Gotthardtunnel eingesetzt werden sollen. Im Forschungsschacht der Bergakademie können die Bedingungen dafür simuliert werden. Es gibt ein großes Projekt, der Gotthard-Basistunnel. Da fährt diese Tunnelbohrmaschine durch den Berg, frisst sich durch den Berg. Und da ist natürlich wichtig zu sehen, was eigentlich vor der Tunnelbohrmaschine im Gestein sitzt. Und hier haben wir die Möglichkeit, das zu erkunden. Und zwar mit einer Strecke, die relativ gut bekannt ist, die auch gerade aufgefahren wird. Das heißt, dort wird gesprengt. Und dann werden wir unsere seismischen Messungen an dieser Tunnelvorauserkundungswand machen und dann versuchen, dorthinter zu schauen und im nächsten Schritt das dann wegzusprengen und zu schauen, ob das auch wirklich tatsächlich stimmt, was wir da vorausgesagt haben. Ein Forschungsstudent weist das Team ein, denn unter Tage gelten andere Regeln als im Hörsaal.
Jeder Arbeitsschritt wird genau abgesprochen, das Experiment präzise vorbereitet. Für die Studenten ist das eine Herausforderung. Die Studenten kommen dann also mit nach unten, machen die Messungen selbst, planen die auch mit, kriegen beigebracht, auf was sie dann genau achten müssen, welche Voraussetzungen, welche Randbedingungen sie zu beachten haben. Wie es dann tatsächlich vor Ort im Berg ist, ist natürlich etwas anders als mit Bleistift in der Hand und Papier vor einem und einem kleinen Rechner und Laptop. Hier ist es ein bisschen schwieriger und sie lernen dann eben die Messungen, die sie machen, auszuwerten, Aussagen darüber zu treffen, wie weit man vorausschauen kann und welche Unsicherheiten damit auch verbunden sind. Auf geht's. Eine einzigartige Möglichkeit hier in Freiberg. An der Bergakademie gehen für heute die Vorlesungen und Seminare zu Ende. Wenn die anderen Studenten den Campus längst verlassen haben, beginnt für die Mitglieder des Rennteams, wie an jedem Tag, die zweite Schicht. Während ihre Kommilitonen in der Werkstatt am Wagen aus der letzten Saison schrauben, führt Teamchefin Friederike eines von unzähligen Sponsorengesprächen. Das, was man hier lernt und was man hier mitnimmt, ist nicht nur Theorie, sondern unheimlich viel Praxis. Und ich würde sagen, das ist auch so eine oder ein Teil, der die Uni hier ausmacht und unheimlich spannend macht auch für Firmen. Ich würde sagen, wir sind keine Theoretiker, sondern wir sind wirklich Leute, die sich damit auch befassen, die es nicht nur lernen in den Hörsälen und es hören und da ihre Prüfung drüber schreiben, sondern sich auch wirklich damit befassen und sich weiter darüber informieren wollen und es auch praktisch anfassen wollen. Gleich neben dem großen Hörsaal hat das Rennteam ein eigenes Büro. Es ist die Anlaufstelle für die Erstsemester, die ins Team wollen, aber auch für alle Mitglieder, die hier das neue Auto in den verschiedenen Modulen konzipieren und entwickeln. Zum Stamm des Teams gehört Sebastian Röhrborn. Er studiert Fahrzeugbau und ist für die Aerodynamik verantwortlich. Prinzipiell mache ich mir halt Gedanken, wie die ganze Strömung ums Fahrzeug vonstatten geht. Wir wollen eigentlich mit der Strömung, die man praktisch umlenkt, also wir lenken nur Luft um in der Aerodynamik, mehr ist es nicht, machen, dass das Fahrzeug schneller fährt, dass wir halt einen höheren, also einen Anpressdruck generieren, schneller an die Kurven fährt. Und wir haben natürlich auch durch die Formel Student einige Reglement-Einschränkungen, wo wir halt praktisch unsere Flügel reinbauen müssen. Bei der Formula Student geht es nicht nur um Geschwindigkeit. Sie ist auch ein internationaler Konstruktionswettstreit. Am Beginn jeder Rennsaison finden sich die jeweiligen Arbeitsgruppen zusammen. Stundenlang tüfteln sie an einer neuen Konzeption ihres Elektroautos und das nahezu an jedem Tag und in jeder Nacht. Ach, wie schön. Wie viel Essen ist eigentlich auf dem Tisch? Brauchen wir ein bisschen mehr. So. Könnte scharf sein. Kann essen? Gerade ein bisschen unter, wird er schon noch. Chefkoch heute, Lasse Berling. Lauchsuppe ist für ihn die geringste Herausforderung. Meine Herausforderung besteht erstmal damit, mein Modul irgendwie einzuarbeiten und dann selber den Rahmen zu konstruieren. Aber ich denke, das Konstruieren kriege ich eher hin als das Modul. Also ist halt neu für mich, auch die Leute unter sich zu haben, die man einarbeiten muss, die ein bisschen auf die Finger zu klopfen und dass es mal losgeht. Also ich denke, bei mir ist es eher das Organisatorische, wo ich dran wachsen werde diese Saison. Fast jeden Abend essen hier alle gemeinsam. Das Büro nennen sie ihre WG. Und das Team funktioniert wie eine gute Familie, die sich manchmal bis aufs Messer streitet, aber das gemeinsame Ziel nie aus den Augen verliert. Ein enger Zusammenhalt, der auch daher rührt, dass Freiberg eine kleine Universitätsstadt ist. Wenn man hier als Student ein Bier trinken geht, kann es häufig passieren, dass der Professor direkt am Nebentisch sitzt.
die Verbindung bzw. die Zusammenarbeit mit den Professoren oder den Dozenten ist deutlich persönlicher. Man hat halt einfacher die Möglichkeit, Termine zu bekommen, mit denen Probleme zu besprechen. Das ist gerade in Universitäten wie Aachen überhaupt nicht möglich, wo du halt einer von 500, 600 Studenten bist. Da kann der Prof einfach die Zeit sich nicht nehmen. Darum ist es in so einer kleinen Uni doch sehr von Vorteil zu studieren. Die Nähe, die hier entsteht, das engmaschige Netzwerk zwischen Studenten und Professoren, treibt die Kreativität auf beiden Seiten an. Begeisterung, Spaß und Leistung. Formeln des Erfolgs in Freiberg. Ganz anders die Atmosphäre an der Bergakademie Anfang des 19. Jahrhunderts. Damals galt Disziplin statt Motivation, Strafe statt Loyalität. Willkommen im Freiberger Karzer. Diese bergakademische Disziplinarbehörde war damals eine eigene juristische Instanz. Ab 1843 oblag es ihr, alle Studierenden für Vergehen zu bestrafen. Und bestraft wurde eine ganze Menge. Unfleiß, unentschuldigtes Schwänzen, Vernachlässigung der praktischen Kurse, Randale, Prügelei, Beleidigung, Bittstellerei an den Professor, Auflauf, Landfriedensbruch und demokratische Umtriebe. Der erste Student, der hier einsaß, wurde bestraft, weil er die Scheibe des Postwagens eingeschlagen hatte. Einer der letzten, den das zweifelhafte Vergnügen eines Karzeraufenthalts ereilte, hatte sich nach heftigem Randalieren der Festnahme widersetzt und einem Ordnungshüter ein blaues Auge verpasst. 14 Tage saß er dafür im Karzer ab. Noch heute kann man die von den Inhaftierten hinterlassenen Zeichnungen sehen. Was an der Bergakademie erforscht worden ist, bildet wie in einem Zeitstrahl die industrielle Entwicklung Deutschlands ab. 250 Jahre, in denen von Freiberg aus immer wieder neue Impulse für die Rohstoff- und Energiegewinnung ausgegangen sind. Silbererz, Steinkohle, Edelsteine, Uran, chemische Elemente, später die Braunkohle. Auf einzigartige Weise haben die Forschungsergebnisse aus Freiberg die Wirtschaft befeuert, und zwar bis heute. Waren es zu Gründungszeiten Edelsteine und Erze, sind es heute vor allem seltene Erden, Gas- und Ölvorkommen in extremen Tiefen. Eines der zukunftsweisenden Entwicklungsprojekte der Bergakademie befindet sich hier. Eine spezielle Magnesiumlegierung wird erst gegossen und dann gewalzt. Für die Studenten des Rennteams ist das die Möglichkeit, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse für ihre nächste Konstruktionsphase zu nutzen. Gefördert durch die Automobilindustrie soll erforscht werden, ob künftig teure Kunststoffteile durch billigeres Magnesium ersetzt werden können. Professor Rudolf Kavalla leitet diesen Fachbereich. Das ist der leichteste Konstruktionswerkstoff, den wir zur Verfügung haben. Das heißt, deren Dichte ist etwa 1,7. Das bedeutet, dass es noch leichter als Aluminium ist und um Faktor 4 fast leichter als Stahl ist. Ohne zusätzliches Geld aus der Industrie wären solche Projekte undenkbar. Der Bergakademie ist es gelungen, dadurch finanziell sehr gut aufgestellt zu sein. Für Professor Kavalla die Chance, das Potenzial von Magnesium als Werkstoff der Zukunft auszuloten. Es gibt zwei Ziele. Das eine ist eine Entwicklung einer Anlage. Das heißt, wir optimieren die Anlage. Das primäre Ziel allerdings ist die Optimierung des Werkstoffes, das heißt des Leichtbauwerkstoffes Magnesium. Wenn wir Magnesium einsetzen, und das, was und die Möglichkeit geben, und durch den Leichtbau in jedem Auto pro Jahr 10 Liter Benzin einzusparen, bei mehr als 42 Millionen Autos in Deutschland, würde das bedeuten, dass wir etwa 400 Millionen Liter Benzin einsparen können. Qian kommt aus Shanghai. Der Maschinenbaustudent ist seit 2 Jahren im Rennteam und hat klare Ziele für die Zukunft.
müsste ein Ingenieur vom Beruf und mein Ziel in China ist so, dass durch die Technik, die ich in Deutschland gelernt habe, die Umwelt für China vielleicht ein bisschen zu tun, weil die Energieverbrauch in China ist sehr hoch und ich finde, es gibt sehr viel Tendenz, um den Energieverbrauch zu sinken.130 Chinesen studieren an der Bergakademie. Sie stellen die größte Gruppe der insgesamt rund 700 ausländischen Studenten. 54 kommen aus Afrika, 60 aus Amerika, die anderen aus Asien und Australien. Lukas und Viktor sind Erstsemester aus Belo Horizonte. Durch ein Stipendium haben die beiden Brasilianer die Möglichkeit, hier zu studieren. Auch das Rennteam hat es ihnen angetan. Ich studiere auch Maschinenbau und ich interessiere mich sehr für Formula, für Rennen. Und Deutschland ist in der ganzen Welt bekannt für den Maschinenbau. Und so, wir haben auch in Brasilien Formula-Teams, aber es gibt nicht so viel Technologie wie hier. Und dann wir können hier viel lernen, um zu bringen nach Brasilien. Im Vergleich zum Heimatort der beiden brasilianischen Studenten ist Freiberg am Fuße des Erzgebirges winzig. Genau das macht für die meisten Studenten, aber auch Bewohner, den Charme aus. Aufwendig saniert, erkennt man die Pracht, die eine der ältesten Städte Sachsens bis heute entfaltet. Zur Blüte kam der Ort einst durch den Abbau von Silbererzen. Seit der Gründung der Bergakademie waren es zunehmend Studenten, die den Charakter von Freiberg prägten. Einer der berühmtesten studierte in einer eher unscheinbaren Gasse. Die Internationalität der Bergakademie war seit ihrer Gründung ein Markenzeichen. Seitdem ging es kosmopolitisch zu in Freiberg. Neben weitgereisten deutschen Prominenten wie Goethe waren es Zar Peter I., ein afrikanischer Prinz und der russische Universalgelehrte Lomonossow, der hier in diesem Haus studierte und forschte. Lomonossow gilt als Gründungsvater der russischen Wissenschaften und in seiner Heimat kennt ihn bis heute jedes Kind. 10 Monate hat er an der Bergakademie studiert. In den letzten Jahren ist das Haus zu einer prachtvollen Begegnungsstätte für russische Studenten und Wissenschaftler ausgebaut worden. Doch auch andere Studierende haben in Freiberg ihre Spuren hinterlassen. Der erste Schwarzafrikaner, der sich 1847 an der Bergakademie einschrieb, war Akasi Buachi, bekannt als der Prinz von Ashanti. Er studierte hier mit einem monatlichen Stipendium der holländischen Regierung von 200 Gulden. Der kluge, weltgewandte Mann hat die Wissenschaftler ziemlich beeindruckt. Aber die Freibergerinnen, die sollen doch recht erschrocken gewesen sein bei seinem Anblick. Heute erschreckt das niemanden mehr. Zum Staunen allerdings bringen die Freiberger die Konkurrenz durch ihr Markenzeichen. Die silberne Außenhaut ihres Rennwagens. Wir sind weltweit einzigartig mit dieser Magnesium-Außenhaut. Das einzige Formula-Student-Team, das eine Magnesium-Außenhaut fährt. Dementsprechend arbeiten wir sehr eng mit dem Institut Formgebung zusammen. Die stellen uns zum Beispiel auch alle Magnesiumbleche zur Verfügung. Die werden ja auch gewalzt, gegossen und wir bekommen die Bleche und können diese dann verarbeiten. Das heißt, hier interessieren sich vor allem Studenten für, die sich Richtung Werkstoffe vertiefen. Nach dem Gießen und Walzen der Magnesiumbleche wird deren Belastbarkeit geprüft. Unter Spannung werden die Teile so weit gedehnt, bis sie reißen. Die Zeit, die es dafür braucht, wird dann gemessen, die Bruchstellen notiert. An der Bergakademie geht es um Rohstoffe, sie zu finden, abzubauen. Und das auch noch in höchstem Maße umweltverträglich, ist ein Forschungsschwerpunkt. Aber auch alternative Energietechniken werden hier entwickelt, bis hin zum Recycling.
Und richtig Fahrt nimmt die Forschung auf im Rennteam der Bergakademie. Ganz vorsichtig wird der Prototyp der letzten Saison verladen. Er soll am nächsten Tag auf der Rennstrecke in Freital getestet werden. Jeder packt mit an, ob Teamleiterin oder Erstsemester. Obwohl es in der Männerdomäne Rennsport eine Frau bis an die Spitze geschafft hat, ist der Anteil der Frauen unter den Studierenden und Lehrenden noch immer geringer als der der Männer. Prozent der Studenten in Freiberg sind in diesem Jahr weiblich. Vor nicht allzu langer Zeit noch reine Utopie. Ende des 18. Jahrhunderts wurde der ersten Frau, der Gräfin Hogendroop aus Holland, die Befahrung der Gruben und die Besichtigung der Freiberger Berg- und Hüttenwerke genehmigt. Damals eine Sensation. Der Beginn von Gleichberechtigung, die allerdings noch etwas brauchte, um sich durchzusetzen. Die Amerikanerin Mary Hegeler besuchte Ende des 19. Jahrhunderts als erste Frau Vorlesungen in Freiberg. Eine Ausnahme. Erst 1921 wurde Frauen das Recht zugebilligt, an der Bergakademie zu studieren. Doch es brauchte noch einige Jahrzehnte länger, bis zu DDR-Zeiten der Anteil der Frauen wächst. Die ersten absolvierten ihr Studium hier in den 50er Jahren. Auf der Teststrecke in Freital wird die Piste präpariert. Zum letzten Mal geht der Rennwagen der vergangenen Saison auf die Strecke und wird wie unter Wettkampfbedingungen einem genauen Check unterzogen. Rennfahrer ist der Luxemburger Maximilian Holz. Wir testen Fahrwerksabstimmungen. Das neue Auto soll halt auf diesem Fahrwerk basieren. Das ist ziemlich wichtig, damit wir Daten haben, die wir verwenden können für das neue Fahrwerk. Aber auch, um zu gucken, ob die ganze Mechanik noch so funktioniert, wie wir sie ausgelegt haben. Für den Fall, dass was jetzt kaputt gehen würde, könnten wir das halt in der nächsten Saison sofort ändern und anpassen. Philipp Kalanke war Technikchef der letzten Saison. Keiner kennt das Auto besser als er. Ich kann jetzt mit dem Max mir anschauen, an welchem Teil der Strecke noch Zeit gut zu machen ist, wo er noch was rausholen kann, wo wir am Fahrzeug noch was ändern können und damit das Auto quasi weiter optimieren. Wie der neue Rennwagen einmal aussehen wird, wissen die Studenten noch nicht. Erst einmal ist das Team für die Saison vollzählig, jede Arbeitsgruppe besetzt. Nun beginnt das Abenteuer, auf das sie sich die nächsten 8 Monate gemeinsam einlassen. Wir wollen immer besser werden. Es ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung, gerade dieses Jahr. Wir haben ein ganz neues Team, ein sehr junges Team dieses Mal. Wir wollen, wie die letzten Jahre auch, Sachen weiterentwickeln, neue Projekte angehen. Und das ist natürlich immer eine Angst da, dass irgendwas nicht funktioniert, weil es ist halt ein Prototyp und es gibt meistens kein Backup. Und die Konkurrenz ist enorm. 500 Rennteams weltweit kämpfen um den besten Platz in der Formula Student. Ich bin mir sehr sicher, dass wir auf jeden Fall wieder in der Top 10 der Weltrangliste landen können. Das haben wir jetzt ja die letzten 3 Jahre gezeigt, wo Freiberg steht als eigentliche Bergbau-Uni, dass wir auch mehr können. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass das wieder klappt. Vielleicht wird in 50 Jahren zum 300. Jubiläum hier im Senatssaal der Bergakademie eines Elektrorennwagens gedacht, als einer Erfindung aus einer fast vergessenen Zeit. Und die Studenten aus dem Rennwagenteam von heute, die werden bis dahin unsere Wirtschaft nachhaltig verändert haben. Das war Formel 1 der Wissenschaft, die Bergakademie in Freiberg. Und gleich im Anschluss der Schauspieler Thomas Rühmann im Porträt. Geschichte Mitteldeutschlands, das Magazin.